Herzlichen Glückwunsch zu den iLife Kulturtipps. Los geht's mit einer Lesung und zwar am 9.4., also kurz entschlossene, das ist heute, wo der Podcast rauskommt. Jo. Übel und gefährlich, und zwar liest Harry Rowohlt komische Gedichte. Nicht nur von Ringelnatz. Genau, und Christoph Mainz erklärt die Gedichte, ist Literaturwissenschaftler und erklärt die Gedichte und erklärt, warum es komisch ist. Steht so im Programmankündigung. Okay, klasse. Wird, glaube ich, ganz spannend. Aber ich glaube, es hört man auch ziemlich schnell bei den Gedichten. Fee, kannst du nicht ein Gedicht von Ringelnatz auswendig? Zufällig, oder ja. Mehrere, aber nee, ich kann nur eins, muss ich in der Schule mal auswendig lernen. Bitte sag. Es heißt Der männliche Briefmark. Und es geht so. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er ward von einer Prinzessin beleckt. Da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen. Da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Nächster Kulturtipp. Bei Michelle Records gibt es ja immer schöne Schaufensterkonzerte. Genau. Am 11.04. spielen dort die Killians. Wenn wir Glück haben, machen wir auch die Killians im nächsten Podcast. Genau, wir haben auf jeden Fall angefragt und hoffen, uns mit denen da treffen zu können. Ja. Und eine Akustik-Session, wir hatten die schon mal im Podcast. War ziemlich gut. Die Session gibt es auch auf unserem Blog zu hören. Jo. Genau. Noch mehr Konzerte im Übung gefährlich, und zwar am 14.04. und 15.04. Genau. Gibt es ja die dicke Schweden-Invasion. Ja, da kommen nämlich Anna Ternheim am 14. und dann A-Camp und Christopher Oström am 15. Und das sind zwei Konzerte, die sich auf jeden Fall lohnen. Ja, allesamt schöner schwedischer Indie-Pop. Genau. Das lohnt sich wirklich. Genau. Und als letztes am 15.04. im Molotow, wer nicht zu A-Camp gehen will, da spielen Handsome First. Und Handsome First ist ein Projekt von einem von Wolf Parade. Genau, der einer der Songschreiber von Wolf Parade, Dan Böckner, zusammen mit seiner Ehefrau, die auch Schriftstellerin ist, dieses Projekt Handsome First gegründet. Das ist so ein bisschen dunkel, Indie-Elektro. Ist ziemlich gut. Ich bin ein großer Fan von dem Projekt. Ich bin gespannt, wie das live wird, auf jeden Fall. Ich auch. Genau, und das ist ja auch schon genug für diese Woche. Eben, das reicht schon. Bei diesem schönen Wetter kann man ja auch bla 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 sagen. Wir sagen es jedes Mal. Also, nee, diesmal Club, Konzert. Genau. Alles. Geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns.